Was für ein Typ sind Sie? Bargeldzahler oder lieber mit der Karte? Die Wahl wird Ihnen vielleicht demnächst abgenommen, denn bald könnte auch bei uns Barbezahlen teilweise verboten werden. Ist das praktisch oder gefährlich? Und warum trennen wir uns so ungern von unseren Scheinen? Also nicht nur an der Kasse, sondern grundsätzlich. Wir haben uns die Pros und Kontras ganz genau angehört. Bargeld muss bleiben. Wenn ich mit Karte zahlen kann, dann mache ich das auch gerne. Wenn es keine Alternative gibt, würde es mich beunruhigen. Kaum jemand auf der Welt bezahlt so gerne mit Münzen und Scheinen wie wir Deutschen. Doch ist damit bald Schluss? Ab Ende April wird der 500-Euro-Schein nicht mehr ausgegeben. Als Maßnahme gegen Geldwäsche, Korruption, Drogenhandel und Banküberfälle. Einige fordern gar die vollständige Abschaffung von Bargeld. Ist das erstrebenswert? Eine Zukunft ohne Bargeld? Deutschland streitet. Einer, dem das Recht wäre, ist Argin Keshishiyan aus Hamburg. Mit seinem Bruder Arame leitet er eine Spezialitäten-Kaffeerösterei mit drei dazugehörigen Cafés. Sieht nach einem normalen Coffeeshop aus, bis unsere Redakteurin ihren Kaffee bezahlen will. Also nur mit Karte? Genau, nur mit Karte bei uns. Hier wird nur Kartenzahlung akzeptiert. Warum das denn? Fragen wir mal den Chef. Das Cashless Payment System, was wir haben, sparen wir unserem Mitarbeiter eine halbe Stunde pro Tag, weil das Geld zählen in der Kasse, das Kassenbuch führen, das Geld rollen, vorbereiten, wegbringen, alles entfällt. Und Differenzen zwischen Kassenbuch und Kasse gibt's auch nicht mehr. Der bargeldfreie Betrieb spart also nicht nur Zeit, sondern auch Geld und Ärger. Wenn wir das alles einmal zusammenrechnen, was Zeit und natürlich auch Geld angeht, was die Steuerberatung angeht, landen wir insgesamt ungefähr bei 1400 Euro, die wir bei drei Läden pro Monat uns ersparen. Ganz anders denkt der Berliner Gründer Sebastian Seifert. Er kämpft gegen eine bargeldlose Zukunft. Bargeld ist ganz einfach. Es ist unkompliziert. Ja? Ich gebe der Kassiererin 10 Euro. Es funktioniert einfach immer. Bargeld ist Freiheit, ist sozusagen die Möglichkeit, anonym und selber zu entscheiden, was ich mit meinen Daten mache, und ein Grundrecht, was es für jeden in Deutschland geben sollte. Doch wie sieht es in Deutschland generell aus? Hier unser Faktencheck. Bargeld ist nach wie vor das beliebteste Zahlungsmittel hierzulande. Etwa 3/4 aller Transaktionen werden bar bezahlt. Besonders beliebt bleibt Bargeld vor allem bei kleinen Beträgen unter 20 Euro. Ausgaben unter der 5-Euro-Grenze werden sogar zu 97% bar bezahlt. Aber der Trend geht in eine andere Richtung. Ein Vorschlag des Finanzministeriums sieht nämlich vor, eine Obergrenze für Bargeldzahlungen einzuführen. Eine Maßnahme gegen Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Drogenhandel. Nur noch Zahlungen bis maximal 5.000 Euro sollen zukünftig in bar erlaubt sein. Denn illegale Aktivitäten mit Bargeld gibt es mehr, als wir normalerweise mitbekommen, zum Beispiel im Gastrogewerbe. In der Gastronomie ist es sehr weit verbreitet, dass man Schwarzarbeit hat. Und das zweite Thema ist das Schwarzgeld. In der Gastronomie sind Schätzungen zufolge 20-30% der Umsätze werden schwarz gemacht, das heißt am Fiskus vorbeigeführt. Und das ist ein Thema, was für uns gar nicht in Frage kommt, mit dem wir gar nichts zu tun haben wollen. Und das räumen wir natürlich auch aus dem Weg. Nach Schätzungen entgehen dem Staat durch Steuerhinterziehung in bargeldintensiven Branchen jedes Jahr bis zu 10 Milliarden Euro. Ist daran allein das Zahlungsmittel schuld? Sebastian Seifert ist da anderer Meinung. Bargeld ist nicht die Ursache für Schwarzarbeit oder Schwarzgeld, kriminelle Aktivitäten. Gehen wir mal davon aus, es gäbe kein Bargeld mehr. Gäbe es dann kein Verbrechen mehr? Letztendlich würde sich das Problem nur verlagern und statt Bargeld würden Verbrecher Zigaretten, Diamanten, Gold, was auch immer, man würde sich eine Alternative suchen. Bargeld ist eigentlich gerade etwas für Bevölkerungsgruppen, die sonst auch häufig abgehängt sind. Ja? Gerade eben Leute mit geringem Einkommen, Leute, die vielleicht gar kein Bankkonto haben, die Probleme mit ihrem Bankkonto haben, weil es überzogen oder gepfändet ist. Gerade für die ist Bargeld ganz essentiell, um ihren Alltag zu bestreiten. Tatsächlich hat in Deutschland zwar seit 2016 jeder einen Rechtsanspruch auf ein sogenanntes Basiskonto. 98,8% der Deutschen über 15 Jahre verfügen über ein Konto. Dennoch, rund eine halbe Million Personen in Deutschland haben eben kein Konto. Unfreiwillig.
Das ist Teil des Geschäftsmodells von Gründer Sebastian Seifert. Durch sein Unternehmen kann man mit Bargeld diverse Rechnungen begleichen. Und zwar ganz easy bar an der Supermarktkasse teilnehmender Ketten. Dann braucht man Strom- oder Handyrechnung nicht digital zu überweisen und kann den Zahlungsvorgang mit seinem Einkauf verbinden. Sogar ohne Konto. Und wie läuft das dann anderswo? Wir machen den internationalen Vergleich. In anderen Ländern gibt es schon Obergrenzen für Barzahlungen. In Italien lässt sich seit Anfang 2012 nur noch bis zu einem Betrag von 999,99 € bar bezahlen. In Frankreich liegt die Grenze bei 1.000 €. Und in Belgien dürfen Waren, die mehr als 5.000 € kosten, nicht mehr bar bezahlt werden. 3/4 aller EU-Länder haben so ein Oberlimit. Deutschland ist einer von 7 Staaten der EU ohne derartige Regelungen. In Schweden kommen die Menschen schon jetzt praktisch ohne Bargeld aus. Ob die Kollekte in der Kirche, Brötchen beim Bäcker oder die Zeitung am Kiosk. In Schweden kann und wird mehr als 90% per Karte oder Handy bezahlt. In Deutschland ist Bares noch Wahres. Wir fragen nach, wie viel Geld haben Sie gerade so in der Tasche? 1, 2, 3, 250. 35 € und ein paar Münzen. Gar nichts. 77 € und ein paar zerquetschte. Die Deutschen tragen im EU-Vergleich am meisten Bargeld mit sich herum. Nämlich im Schnitt 103 €. Der europäische Durchschnitt ist 65 €. Im Nachbarland Frankreich sind es sogar nur 32 €. Für Argin Keshishian ist das sogar noch zu viel. Sein Argument, ohne Bargeld kann auch nichts geklaut werden. Natürlich borgt man das einfach vor. Und ein Diebstahl kommt nicht in Frage, weil es einfach kein Bargeld oder keine Kasse gibt. Dass ein Laden ausgeraubt werden kann, das schließen wir natürlich damit auch aus. Diebstahl bei Kreditkartendaten ist viel attraktiver, weil ich, wenn ich die Kreditkartendaten habe, damit viel größeren Schaden anrichten kann, als wenn ich jemand 20 € klaue. Wenn ich eine Kreditkarte klaue, dann kann ich tatsächlich Tausende von Euro damit erbeuten. Das zweite Thema ist, es ist anonym. Bargeld ist die einzige Möglichkeit, wie ich bezahlen kann, ohne meine persönlichen Daten freizugeben. Wer interessiert sich dafür? Ich kann bei Leuten verstehen, die sagen, ich bin komplett analog. Okay, das ist so, das kann ich verstehen. Aber sobald jemand irgendwie ein Smartphone dabei hat, ist das eine Argumentation auf einer Ebene, wo ich mir denke, okay, da höre ich jetzt mal kurz hin, lächle dazu und dann hat sich das erledigt. Für die Bargeldverfechter ist das aber eines der entscheidenden Themen. Deshalb hier unser Faktencheck. Wer was speichern darf, ist in ganz Europa streng geregelt. Beim bargeldlosen Zahlen werden eher simple Daten gespeichert. Bei Zahlungen per Girocard wandern etwa Angaben über Summe, Zeit und Ort an die Bank. Und bei mobilen Bezahlverfahren ist oft auch ersichtlich, was gekauft wurde. Beim Besuch von Fachgeschäften kann man auch aus Kreditkartenzahlungen Rückschlüsse über die gekauften Produkte ziehen. Clevere Algorithmen können daraus genaue Profile erstellen. Damit liegt ein wertvoller Datenschatz bei den Abwicklungsunternehmen. Doch ist das ein Grund, auf digitale Zahlungsmöglichkeiten zu verzichten? Da denke ich nicht so viel drüber nach. Ich habe eh nicht so viel Geld, dass es jetzt irgendwie relevant wäre oder sowas. Sehe ich kritisch, bin aber trotzdem jetzt nicht engagierter Datenschützer. Gerade heute ist Datenschutz wichtiger denn je. Ich habe keine Lust auf personenbezogene Werbung im Anschluss. Da überwiegt der Vorteil, dass es bequemer ist, als dass man da über die Daten so sehr nachdenken. Bequemer? Ist das wirklich so? Auch zum Thema Zahlungskomfort scheiden sich die Geister. Jeder kennt das Problem abends in der Bar oder im Restaurant. Man möchte bezahlen und es heißt, ach Mensch, ich kann hier nur mit Bargeld bezahlen. Das heißt, Bargeld ist auch häufig einfach noch ein Thema, was ich ausschließlich nutzen kann, um zu bezahlen. Und mit der Karte muss ich mich eher immer informieren, kann ich jetzt hier mit Karte zahlen, kann ich nicht mit Karte zahlen. Mit Bargeld kann ich einfach immer bezahlen. Naja, fast immer. In einem Coffeeshop in Hamburg geht das nicht.
Der Kunde muss nicht erst vorher irgendwo hingehen, Geld abheben und, sondern er hat jederzeit die Möglichkeit, ob das jetzt 2 Euro sind oder irgendwie ein Verzehr von 30 Euro, jederzeit einfach mit irgendeiner Karte seiner Wahl zu bezahlen. Also das ist natürlich für den Gast auch entspannter. Bar oder mit Karte? Diese Frage könnte bald wesentlich länger ausfallen, denn die Möglichkeiten werden vielfältiger. Wo geht die Reise hin in Sachen Zahlungsmethoden? Das Bezahlen per Smartphone oder PayPal setzt sich hierzulande immer weiter durch. Und auch Methoden wie Payback Pay, Google Pay oder Apple Pay sind wohl erst der Anfang. Getestet wird auch das Bezahlen per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. Bei Smile2Pay reicht der Blick in eine Kamera, um einzukaufen. Und Mastercard will das Bezahlen per Sprachassistent ermöglichen. Die Zukunft des Bezahlens ist also wirklich bunt und vielfältig. Und noch gibt es das gute alte Bargeld ja.